Warum tut ihr so guten Content eigentlich einfach ignorieren? Echt so, das muss gewertschätzt werden. Teilt es! Teilt es mit euren nicht vorhandenen Freunden. Ich weiß jetzt schon, wer geteamkillt wird. Nämlich dieser Jelly-Hurensohn. Nur mal irgendwie im Voice-Chat rumgeleckt. Reicht schon, um ihn zu teamkillen. Rechtmäßig. Ganz wichtige Sache, schießt immer Mira-Fenster ein. So, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Runde Rainbow Six Squad. Mit dabei ist Jelly390. Wie geht's dir, Digga? Das finde ich natürlich ziemlich nice. Ich glaube, dem geht's echt gut, Nick. Würde ich auch sagen. Inscope denkt sich nur so, halt mal. Und mit der Cavera. Moin, meinte! Wie geht's dir so, Digga? Hab ich mir auch so gedacht. Wirkung, ne? Accept, or your family is gonna end in North Korean labor camp. Daher, dass du immer uns nicht vorgestellt hast. Ja, und du auch. Ich will auch noch killen, die, vielleicht? Chill doch mal, chill doch mal. Ja! Kann ich mal bitte F6 drücken? Nö. Danke. Hallo, ganz kurz, ich bin für ja. Also. Nick, bist du für ja oder für nein? Ich hab den Wort gemacht. Ich hab für nein gestimmt. Holy fuck. Willst du Stress? Guck mal, ich hab das Gas noch freigelassen. Ich bin immer für Gas. Und warum folgen mir Leute freiwillig auf Instagram? Warum folgen mir so wenig Leute auf YouTube, Twitter, Instagram und Twitch? Weil sie einfach nicht wissen, wo es guten Content gibt. Ja, da haben sie recht. Schreibt es mal in die Kommentare. Folgt mir einfach, Ende. Warum tut ihr so guten Content eigentlich einfach ignorieren? Echt so, das muss gewertschätzt werden. Teilt es! Teilt es mit euren nicht vorhandenen Freunden. Und eurer Schwester. Wenn sie nicht gerade Pornos hochlädt. Okay, der eine ist Level 2, der ist zu retarded. Der ist einfach ein Alt. Zum Glück den ich gekillt habe. Na, die andere ist unter Level 18. Genau. Digga, 100 Level 18, Digga. Was ich immer gut finde, sind Leute, die 100 Level 14 sind. Finde ich viel besser als 100 Level 18. Du sagst ja auch wahrscheinlich offiziell schwul sein, aber egal. Kapierst du, was der mir sagen will? Nee, eigentlich nicht. Denkst du, wir würden Wortkick von auf Jan durchbekommen? Tap, next Kicksky. Hojack Bossman. Alles klar, Bro. One-Shot, ja. It would be One-Shot if you had aim. 1094 ist ein Nerf, oder die Frage? Genau. Am mündlich habe ich actually eine 1 in Englisch. Der hat gesagt, Weihnachten ist dieses Jahr an einem Freitag, was ist, wenn es Freitag der 13. ist? Eure Statements dazu? Das ist eine berechtigte Frage. Seine Mutter seine nackte Frau noch sehen. Ja, okay, ich habe vorne noch ein Ende. Einfach nur so eine WhatsApp-Gruppe, möchte einfach einen Discord-Call bis 1 Uhr nachts durchquatsch. Das Problem ist, ich werde wahrscheinlich um 1 Uhr nachts erstens einpennen und zweitens, ich bin nicht da. It's been a long day. Without you, my friend. Siehst du, genau, deswegen bin ich nicht in WhatsApp-Gruppen. Wreck you very, very faggot. Get his family and kill him. And please kill your family. Ich muss pissen. Ja, Nick, also, ich weiß ja, dass du gerne am Wichsen bist, aber kann es vielleicht nicht ganz kurz noch warten? Nee. Weil du kannst ja dann einfach einen fetten Cut setzen, wo du ganz kurz abspritzen bist und dann. Ich meine, wenn du meine TS-Beschreibung mal durchgelesen hast, dann weißt du es. Als ob ich mir TS-Beschreibungen durchlese. Wohingegen Mika, naja, ist halt ein Lappen. Hallo, ich bin ein Lappen. Ich bin die Rettung, wenn ein Getränk runterfällt. Was willst du mehr? Egal, was du sagen willst. Ich kann mit dem Lambo immer noch mehr anfangen als mit Mika. Das habe ich nicht bestritten. Mika, geh da weg. Alter, ich bin gar nicht bei dir, du Honk. Holy fuck, kann mir mal ganz kurz jemand helfen. Danke. Danke. Support für Cheating. Weil, warum nicht? Klar, Jordi. Wenn die NCS versucht, Steps zu hören, dann hast du mindestens einen Russen im Chat, der wirklich so ins Mikrofon. Feier ich. Es gibt ja so viele davon. Zumal Russland wird nach und nach von Eisbären eingenommen. Hat mir mein Russen-Mate erklärt. Und die Eisbären können besser Englisch als die Russen. Ganz kurz, Nick, hast du eigentlich schon Hausaufgaben gemacht? Dieses Schuljahr meinst du jetzt? Ja. Ich glaube einmal. Von wie vielen? Mehr als einmal. Ich habe noch keine gemacht, ich hatte nämlich noch keine Schule. Ja. Hast du nächstes Jahr noch Schule? Ich nehme mich nicht. Hurensohn. They ask you how you are, you just have to say that you're fine. When you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. Er ist in der 10. Klasse, der ist auf meinem Gymnasium. Die alles so ungebildete Menschen. Er ist gebildeter als du, Mika. Ja, und einfach. Und im egal. Gegensatz zu dir wird er wenigstens was erreichen, nicht nur als Hirnfänger. Ja, ach, wie ist es, so Fame zu sein? Was, so Fame zu sein ist richtig geil. Nick einfach bekannter als Donald Trump. Jetzt mal ernsthaft, ich würde von dem ein paar Twitter-Follower nehmen. Ja klar, ich auch. Ja, aber ich hätte mir verdient. Stimmt auch wieder. Digga, kannst du bitte das Game löschen gehen? Dein Leben könntest du bitte auch mal löschen gehen. Wenn du ganz kurz, da ich strollen muss, machen wir das in der im Schnelldurchlauf. Ich hab den in der Seele, ist ein Hurensohn. Wenn es euch gefallen hat, abonniert mich, aktiviert die Glocke, um kein Stuff zu verpassen. Folgt mir auf Twitch, aktiviert da die Glocke. Folgt mir auf Instagram, da gibt es keine Glocke, aber aktiviert die imaginäre Glocke. Hat das irgendwie keinen Sinn?
Sinn ergeben? Ja, schon. In dem Sinne, ich kann fliegen, ich bin deutsch, abonniert mich, teilt den Stuff. Ich möchte dieses Jahr noch auf die 500 Abos kommen, dann kommt der USA-Vlog, weil ihr wisst, ich kündige Vlogs an und schneide dir dann nie. Schreibt mal irgendwas in die Kommentare. Ja, einfach hi. Ja, ich muss pissen, bis morgen. Ja, folgt Gamerfall auf Twitter. Mir ist es in der Beschreibung. Scheißegal. Ist anders auf Twitter, aber never fucking man. Hose drosseln. Korrekt, Digga. Schmeckt den Like-Button, 20.000 Likes, Digga.